Ja, moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Episode Raft. Zusammen wieder mit dem Soulside, der unterstützt mich weiterhin mit seinem Haischädel. Ja, hau in der Butter voll rum. Ja, die Sachen sind mittlerweile fertig geschmolzen. Außer dem Sand, den habe ich jetzt auch noch dabei, aber jetzt erstmal zum allerwichtigsten Forschungsstation. Da wird jetzt der Rest erkundet, sodass wir die nicht mehr brauchen. Gehen wir aufs Draft drauf. Super. Oh, ist ein bisschen knapp. Oh nein, 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 nein. Aua. Ja, der Soße hat wir gerade schon angeknabbert. Wirklich. Da hat für mich reingebissen. Sag mal, du hast bereits Topf gelernt, du hast Batterie erlernt. Ja, Was wir gibst du haben. mir gerade alles? Ich gebe dir das nicht. Was ich erlerne, lernst du auch. Ach so, da steht ganze Zeit hier erlernt vom Blablabla. Wenn du dich nützlich machen willst, schmeiß Kupfererz da in den Ofen rein. Wo ist denn hier der Ofen? Ach, das da. Wie soll ich das da reinwerfen? Auswählen und rein. Warte mal, ich habe gar keinen Subs. Könnte auch daran liegen. Da merkt man, wie verpeilt der Chaos-Trupp ist. Nicht, wovon du redest. Gerade voll Bock auf Chips. Ganz ehrlich, ich auch. Aber ich habe keine. Wo Mal. kn Nein. Böse. Böses Tier. So, jetzt können wir auch gleich den besseren Anker bauen, sobald wir drei Metallwaren haben und ein Scharnier. Dann sind wir nicht mehr auf Steine angewiesen. Das wäre sehr toll. Während wir warten, ist natürlich nichts am Brutzeln. Tja. Wer hätte gedacht? Nein, ich wollte ihn nicht essen. Ich wollte ihn platzieren. Wir brauchen nämlich einmal Kupferbahn und wir brauchen zweimal Metallbarren. Rechts ist eine. Oh ne, es ist keine Insel. Das ist. Das will eine Insel sein. Das ist der Versuch einer Insel, sagen wir so. Man kann versuchen, da dran zu kommen. Der Wind ist eh gegen uns. Es würde also nicht wirklich weiter was ausmachen. Bezweifle, dass da drauf Wenn ich irgendwas das sein Segel wird. gegen den Wind halte, dann können wir auch so dort irgendwie vor Anker gehen. Können danach irgendwas buddeln, naja, tauchen. Ja, das ist auch die Idee dahinter. Guck, jetzt bewegen wir uns eigentlich vom Prinzip her nicht von der Stelle, einfach weil der Wind gegen uns ist, beziehungsweise für uns. Wir bewegen uns jedenfalls ganz langsam, wenn wir uns beeilen, können wir eben schnell was da unten holen. Da ist ein Hai hinter dir. Der interessiert mich gerade nicht. Und gleich so tot. So, Alter, da. ich hab den Kopf von deinem Bruder auf. Willst du dich jetzt schon wieder boxen oder was? So, ich Warte gehe mal, mal zum Floß wieder zurück. warte mal, lieber Hai, ich ertrinke gerade. Ich will mal sehen, wie sehr sich das bewegt. Nicht wirklich. Ja, vom Prinzip her haben wir es auch so geschafft, irgendwie vor Anker zu gehen. Aber hier ist halt nichts Interessantes, Ah, also. du Scheißvogel. So, einen Kupferbahn hätten wir. Jetzt fehlt Metallerz. Die wichtigsten Stoffe wurden damit schon gefunden.
den Kletterpflanzen-Glibber, den der Sosa gefunden hat, den gönne ich mir auch direkt. Ja, super, ne? Ja, damit kann ich uns einen Anker bauen. Eine Leiterplatte. Die brauchen wir, die Leiter. Hui! Immer schön Kunststoff sammeln. Ich weiß. Aber die Wellen höre ich sehr laut hier. Habe ich auch so das Gefühl. Die werden immer lauter. Wie kannst du eigentlich, also Voll wie die machst du eigentlich Lärmbelästigung. diese mir fällt nicht ein, wie die Dinge heißen. Warte. Wie hast du die Teile hier gemacht? Ich guck's gleich. Wo die Sachen drin hängen bleiben können und so. Ach, die Sammelnetze. Ja. Geh mal auf den Reiter mit der Kiste und da siehst du dann ein Sammelnetz. Dafür braucht man Seile und zwar sehr, sehr viele. Ach so, da hinten ist schon wieder ein Raft, ne? Ein Raft, Flo. Ich häng schon wieder unter dem scheiß Boot. Daran ist er mittlerweile Meister. Nein, nein, mein Fass, mein Fass, mein Fass, wo ist es? Wo ist Ich hab's es? mir schon gegönnt. Oh, bei mir, hey, bei. Stech dich ab! Komm her! Wir fahren an dem Raft, by the way. Raft, also warum sag ich an dem Raft? An dem Fluss dabei. Ja, ich steuere schon gerade in die Richtung hin. Muss mal wieder draufspringen. Ich brauche dieses Wasser und zwar dringend. So, ich mache jetzt wieder, dass wir gegen den Wind sind. Also irgendwie bringen die Rüben überhaupt nichts zum Essen, kann das sein? Kannst sie braten. So, jetzt hast du Chance. Auf mit dir. Ich bin schon auf dem Weg, keine Angst. Seht ihr? Fortschritt. Nein. Oh Gott. Hallo. Komm, fight, komm, kämpf mit mir. Komm. Eins gegen eins. Legt sich mal wieder mit dem Hai an. Oh Gott. Hi. So interessantes Zeug habe ich jetzt eigentlich nicht bekommen. Ja, aber ist halt Stuff, ne? So, das Segel steht wieder. Wir brauchen dringend den Anker. Wenn du Blätter hast, dann gib die mir rüber. Ich brauche Seile. Seil habe ich, glaube ich, doch eins. Hör mal, Willi, das habe ich gerade eben da rangebaut. Wenn du das jetzt kaputt machst, ich schwöre, ich bring dich um. Okay, die Seile, die haben wir. Ein Metallbarren noch und wir haben den perfekten Anker fertig. Eine Batterie werden wir auf jeden Fall noch benötigen. Und danach kannst du eigentlich alles, was wir an Seetang haben, da reinspeisen. Das ist ziemlich schnell abgebaut. Übrigens, hier, das schenke ich dir mal. Geil, danke. Seht ihr, was das für ein Teamwork ist? Das muss ich ab sofort, wenn die dritte Staffel ansteht, dann nochmal machen. Ja, ich hoffe schon auf eine dritte. Wo die haben wieder übertrieben Updates gemacht haben.
Genau das hatte ich auch gerade vor. Wieso kochst du Rüben? Ja, weil wir zum Essen sonst nichts bringen. Alles klar. Ja, die füllen einfach nicht. Also bei mir passiert überhaupt nichts, wenn ich die essen. So, Wie jetzt ist gesagt, ich es muss sie soweit. an Dingsen. Diesen Anker können wir unbegrenzt einsetzen. Jetzt muss ich nur noch überlegen, wo ich ihn hinbaue. Ich glaube, ich habe den Platz gefunden. Ich mache einmal das Brett weg und das Brett weg. Ah, nee, geht nicht. Ich brauche mal alle Bretter, die du hast, und Kunststoff bitte. Hier. Oh, das ist viel, danke. Nein. Komm her, komm her. Und es ist soweit, wir haben unseren Anker. Guck mal. Ja, ich konnte gerade nicht. Damit können wir jetzt jederzeit reiten und den können wir unbegrenzt einsetzen. Du musst Das nur war hier an mir die Kurbel gehen und total dann E drücken. angeknabbert. Dann können wir anhalten. Monatlich, wo war abgelenkt, weil ich angeknabbert wurde. So, Alter, und damit ich. das Komm! beschützt ist, baue ich jetzt noch was drum. Bin gleich tot übrigens. Muss der essen. Muss ich dann komplett voll sein, oder? Nee, Futter ah, dich nein, einfach okay, warum voll. nicht? Ja, ich sehe schon. So, das nehme ich jetzt auch mal. Nebenbei, das, was übrig geblieben ist, das gebe ich dir mal wieder zurück. Das brauchte ich halt alles für den Anker. Ach, egal. Ach, der ist auch gerade aktiv. Das heißt, wenn du jetzt gerade was sammeln willst, hier, kannst du es perfekt machen. Jetzt gerade hast du Gelegenheit. Nee, gerade nicht. Mit 5 Seile mehr könnte ich auch noch was hier an Sammelnetzen erhöhen. Noch eine Planke. Ja, ich kann dir eine Planke geben. Habe eine. So, ich überlege gerade. Auf jeden Fall Anker lösen. Ja, die Sammelnetze, die bringen es auf jeden Fall, ne? Das stimmt. Ohne die wäre schon die Hälfte an uns vorbeigegangen. Was machst du da im Hintergrund? Das ist mein Stuhl. Hörst du das? Das ist, wenn ich mich anders hinsetze. Ich habe Es irgendwelche klingt Schrauben oder so. interessant. Ich Ich habe habe irgendwelche Kartoffeln. Schrauben oder so, keine Ahnung. Ich habe Kartoffeln. Ich kann die Dinge jetzt hier nicht braten, weil ich keine Planke habe. Da Toll. kommt was. Da kommt was und will knabbern. Abstechen tue ich dich. Abstechen. Abstechen. Ich schmeiß sofort Komm. den Anker. Oder schaffst du es Komm. denn drauf? Ich bin da drauf. Okay, ich wollte den Anker schmeißen, damit du drauf kommst. Keine Angst, das passiert mir die ganze Zeit. Ich habe mich dran gewöhnt. Ja, er ist darin ein echter Vollprofi. Das ist aber nichts, worauf du stolz sein solltest. Ah, doch. Das ist mein Fachgebiet. Ich wiederhole, nichts, worauf man stolz sein sollte. Doch, doch. So, eine Planke noch und dann ist der Anker beschützt. Danach machen wir uns daran, das Ende freizuspielen. Und was ich auf jeden Fall schaffen will, ist eine von diesen Giganto-Inseln zu finden. Scheiße, ich bin ins Wasser gefallen.
Hast du gerade angeknabbert? Wo ist er? Ich habe eine undichte Stelle gefunden. Ach so, ich dachte, das soll so sein. Dachte ich auch. Du. Ja. Da. Was ist das immer mit diesen Kackvögeln? Will ich auch gerne mal wissen. Wir haben uns echt lieb. Gönn dir mal den Kunststoff. Hat sich erledigt. Obwohl, behalt's. Hä? Ja. Und bis zum nächsten Part werden wir jetzt erstmal ein bisschen farmen. Damit wir hier alles ein bisschen besser basteln können. Was aber das Wichtigste ist, wir haben jetzt endlich den richtigen Anker. Ich habe auch schon was drumherum gebaut, damit der nicht vom Hai direkt attackiert werden kann. Weil es ist unglaublich wichtig, dass das Ding heile bleibt. Macht Sinn. Weil das kostet so hart Materialien, das Ding zu bauen. Auf jeden Fall damit bis zum nächsten Part. Da ist eine Rieseninsel. Wo? Oder nicht? Also da ist eine relativ große Insel mit drei Teilen. Wo? Guck mal ungefähr in die Richtung, wo ich hingucke, dann siehst du das rechts an der Seite. Guck ich mal in weiß, die Richtung da. Ich sehe es auch gerade. Das sieht schon nach einer richtig großen Insel aus. Okay, ja, ich wollte gerade Abmoderation machen, aber ich will jetzt erstmal gucken. Ja, man sieht aus dem Augenwinkel irgendwie mehr. Mehr weiter. Ich weiß ja nicht warum. Ja, man sieht auf jeden Fall so mehr. Ich meine, das macht gar keinen Sinn, aber ist ja egal. Kannst dich ja schon mal an den Anker stellen. Ich versuche, dass wir dort halten. Eigentlich mache ich hier gerade Rüben und so. Keine Ahnung, wie der Anker funktioniert. Stell dich hier hin und guck auf die Kurbel. Du musst dann nur E drücken. Okay. Wenn ich sage, dass wir perfekt stehen, dann wird angehalten. Du blödes Mistvieh. Wir müssen einmal um die Insel herum. Und danach brauche ich was zu trinken. Im Spiel und in echt. Ja, ich muss gleich mal aufs Klo. Hallo, bleib am Anker! Ja, wir sind ja noch lange nicht nah genug dran. Das ändere ich ja jetzt gleich. Ich muss mich gerade echt aufs Steuern konzentrieren. Und geradeaus ist noch ein Floß. Und ganz kleines. Um das Floß klümpere ich mich gleich. Aber ich. So, warte, warte. Und. Ich hab. Bei dem Je. Ja, toll. Wir kommen noch nicht. Warte. Oh, ich bin nicht gesprungen. Kacke. Ja, ich kann den Anker jetzt nochmal aufmachen. Nee, warte. Ich spring die ganze Zeit nicht. Bin ich dumm? Diese Frage bitte mal wieder nicht beantworten. Nee, ich enthalte mich. Bin mir sicher, der Sprung ist möglich. Nein! Ist er nicht. Muss man wirklich. Ah, okay, nein, ist er nicht verstanden. Der Hai will schon wieder boxen. Ja, diesmal habe ich dich abgegriffen. Tja. Ich versuche uns gerade näher ranzukriegen. So. Und ab hier sage ich jetzt: Schau, Leute, wir werden diese Insel erkunden. Das ist doch noch keine von den Rieseninseln. Ich habe bei German Let's Play das gesehen. Diese Insel, die ich suche, wird 10-mal so groß sein wie die hier. Bei mir, oh, das ist aber lieb. Hier sind ganz viele Tiere an unserem Floß. Ja, einmal das, was unser Floß fressen will. Und dann nochmal das, was unser Futter fressen will. Ja, ciao Leute und bis zum nächsten Part, ne? Tschüss.